Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch eine weitere Möglichkeit zeigen, unser Windows-PC zu bereinigen bzw. wieder flott zu bekommen, wenn es langsam geworden ist. Was ja mit der Zeit passiert, das ist ganz normal, wenn wir ständig irgendwelche Programme installieren und auch wieder deinstallieren. Wenn wir da die normale Windows-Deinstallationsroutine benutzen, da bleibt meistens viel Müll auf unserer Festplatte zurück, von irgendwelchen Dateien, die wir nicht mehr brauchen, bis hin zu jede Menge Registry-Einträge. Die Windows-Registry, die wird mit der Zeit immer größer und größer, das System immer langsamer. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir hin und wieder aufräumen bzw. die Programme so deinstallieren, dass diese ganzen Dateien, die nicht mehr gebraucht werden, samt Registry-Einträge, direkt mitgelöscht werden bei der Deinstallation. Da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten und viele Programme. Wir können das auch selbst danach suchen und löschen, also manuell sozusagen. Das ist allerdings nicht nur sehr, sehr mühsam, sondern auch gefährlich, ja, vor allem wenn wir da ja Windows Registry Einträge löschen. Wenn wir den falschen oder vielleicht den richtigen Eintrag löschen, da können wir das ganze System beschädigen, ja, so dass Windows gar nicht mehr startet und nichts mehr funktioniert. Da gibt es natürlich jede Menge Programme auch. Ich bin jetzt hier auf ein Programm gestoßen, IOBeat Uninstaller hier, das ist kostenlos. Und es gibt natürlich auch eine Pro-Version, für uns reicht jetzt aber hier die kostenlose Version. Ich habe das jetzt schon installiert, den Link, den findet ihr nachher in der Beschreibung, wenn ihr da Interesse habt. Allerdings an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, immer ein Backup machen, beziehungsweise ein Restore Point, ja, wenn, ist egal welches Programm ihr benutzt oder wie ihr das macht, ja, selbst mit dem besten Programm kann da mal was schief laufen vielleicht, deswegen dringend zu empfehlen ein Backup vorher bzw. Restore Point. Genau, also das Programm sieht hier so aus, ich mache das mal ein bisschen größer. Ich finde hier, also hier auf der linken Seite haben wir das nach Kategorien hier, das finde ich super cool, ja, das ist sehr einfach zu bedienen hier, finde ich, und übersichtlich. Hier sind die Programme, hier haben wir einmal alle Programme hier. Hier haben wir kürzlich installiert. Hier haben wir umfangreiche Programme, okay. Dann haben wir hier selten genutzte Programme, da können wir nochmal nachschauen. Ich habe jetzt hier nichts. Hier können wir einfach nur die Windows-Updates hier einblenden. Die, wenn da irgendwie Probleme gibt, haben wir hier die Möglichkeit, es auch wieder zu deinstallieren hierüber. Hier haben wir Toolbars und Plugins, ja, Internet Explorer, je nachdem was ihr für Browsers installiert habt, da könnt ihr schnell und einfach auch ja hartnäckige Toolbars deinstallieren, das funktioniert. Hier haben wir Windows Apps, ja, wir haben hier die Möglichkeit, diese ganzen, wie zum Beispiel hier Finanzen und so weiter, was wir nicht brauchen, zu deinstallieren. Wir können auch mehrere auf einmal, ja, einfach hier den Häkchen setzen und zwei Apps ausgewählt, hier einfach auf Entfernen. Ich mache das mal. Genau, hier haben wir in das nächste Fenster nochmal die müssen wir nochmal bestätigen und hier haben wir nochmal hier Restdateien automatisch entfernen. Einfach den Häkchen setzen hier, das Häkchen, damit die ganzen Dateien und Registry-Einträge mitgelöscht werden direkt. Und hier haben wir nochmal die Möglichkeit, vor Entfernen einen Wiederherstellungspunkt zu erstellen. Das, was ich vorhin meinte, ja, das ist dringend zu empfehlen, wenn ihr keine habt, also vorher gemacht habt. Ich lasse das jetzt mal weg hier und klicke einfach auf Deinstallieren hier. Das geht hoffentlich schnell. Jetzt wird das Programm deinstalliert. Hier haben wir nochmal die ganzen Registry-Einträge, ja. Hier kann man sehen, da sind wirklich jede Menge. Die bleiben normalerweise erhalten, wenn wir über diese Windows ja, Installationsroutine das deinstallieren, das Programm. Das dauert jetzt doch ein bisschen. Okay, jetzt werden die Einträge hier gelöscht und die ganze
Dateireste. Das dauert einen kleinen Moment natürlich. Da sind jetzt hier 4107 Einträge insgesamt. Okay, jetzt bekommen wir die Meldung hier, dass die Installation beendet wurde. Zwei Programme, nutzlose Dateien und so weiter. Ich schließe das jetzt mal. Und hier haben wir nochmal Action Center. Hier können wir Updates, ja, wenn wir irgendwelche Apps hier installiert haben. Hier wird uns nochmal angezeigt, dass es hierfür beispielsweise Updates gibt. Hier haben wir, genau, hier haben wir nochmal eine Möglichkeit, hier Force Uninstall für vielleicht ja, besonders hartnäckige Programme, meistens Toolbars vielleicht und so weiter. Hier haben wir nochmal Bereinigen. Jetzt wollte ich das nicht. Ach so, das kommt jetzt, habe ich jetzt hier auf meinem Bildschirm hier. Ungültige Verknüpfungen, Windows-Sicherungsdateien, Download-Order. Hier sollte man vorsichtig sein. Wenn wir da, der Download-Ordner wird hier, also die Dateien, die im Ordner hier sind, die werden auch gelöscht. Okay, ich kann man scannen und dann eben löschen. Ich lasse das jetzt mal weg. Okay, genau, das war es aber im Prinzip auch schon alles. Ich wollte euch, ja, hier kann man noch suchen nach irgendwelche Apps, keine Ahnung. Ja, ich fand das ganz gut und wollte euch das zeigen. Vielleicht hilft das ja den einen oder anderen. Ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen weiterhelfen konnte. Hier die aktuelle Version 7.4 hier. Ja. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch oder ein Like. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.